Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, zu einer lang ersehnten Folge, Satisfactory. Ja, wir haben ein bisschen Pause gemacht, aber jetzt geht's weiter. Und ich denke mal auch kontinuierlich weiter. Also, ne? Wir haben beim letzten Mal das krasse Rezept für Stahl bekommen. Deswegen werde ich nochmal die ganze Stahlfabrik abreißen. Das, was wir jetzt hier haben und wo wir mit schon Stahl produzieren, das werde ich einmal abreißen und völlig neu bauen, angepasst an das neue Rezept. Und damit wünsche ich euch viel Spaß. Und damit, let's go. So. Kann ich auch irgendwie einstellen, dass der immer so baut? Oder das denn immer so? Oder muss ich das immer bemalen? Customizer-Menü. Customizer-Baumenü. Wenn ich jetzt sage, ich will eine Kiste machen, dann baut doch der die, ja genau, in diesem. Ah, guck mal. Das kann ich also auch machen. Okay, verstehe. Ganz cool, aber ich würde das gern speichern. An Schnellzugriffsleiste binden. Standard. Oh, lol. Das kann ich machen. Jetzt suchen wir uns ein cooles Farbschema aus und sagen, das wird unser Standard. Das ist ja nice. Farbfeld 15 stelle ich jetzt als Standard ein. So. Jetzt müssen wir nur gucken. Wie ist das jetzt? Ich stelle jetzt so eine Kiste her. Und die ist einfach grau. Stahlbarren. So. Wir haben nämlich ein anderes Rezept, in dem wir vorher. Genau. Wir müssen vorher Eisenbarren herstellen. Dann machen wir aus zwei Eisenbarren. Okay. Gut. Das heißt, wir reißen hier erstmal alles ab. Einmal alles abreißen, bitte. Dankeschön. Und schließen wir nachher wieder ab. Wollen wir jetzt erstmal von absehen. Hier. Jetzt ist die Fläche clear. Das ist ja jetzt hier normal. Wir könnten ja jetzt theoretisch richtig hochfahren. Förderband 1 klappt schon mal nicht. Förderband 1 klappt schon mal nicht. Wir müssen Förderband 2 nehmen. Der kriegt ja 120 pro Minute raus. Und der produziert auch 120 pro Minute. Sehr gut. Und jetzt müssten wir hier schon Förderband 3 nehmen. Dafür haben wir aber zu wenig Stuff dabei. Aber wir haben Barren. Das heißt, ich baue mir jetzt erstmal so ein Teil. Müssen wir jetzt richtig klug machen, ne? Richtig, richtig klug. So, Stahlträger. Der Lift muss natürlich auch MK3 sein. MK3. Frisst der jetzt 270 Ressourcen pro Minute. Wir machen jetzt 120. Beide, wenn beide 120 machen, sind wir bei, 240, genau. Und so. Wir brauchen hierfür, noch einen so ein Teil. Da müssen wir mal kurz so eine Werkstatt hinstellen. Und so eine Teile bauen. Bauen wir doch gleich mal 3. Da hinten bei der Kohle müssen wir auch agieren. Da müssen wir agieren. So, MK2. Genau, zack. Drauf hier. Na, warte mal. Wir müssen natürlich richtig im Raster sein. So. MK2 stellt 120 pro Minute her. Sehr gut. Oder waren 2.
geht hier dran. Das ist auch. Okay, das ist noch nicht Förderband 2. Okay, okay, okay. Aber jetzt. Das ist 3. Das ist 3. Schön. Aber ich finde das auch gut, dass die jetzt schon in Grau sind. Die Geräte. Geil. Ja, die Fabrik wird natürlich sehr viel mehr Strom fressen als die davor. Ich setze hier oben drauf auf die Splitter nochmal Splitter. Und von diesen Splittern splittern wir dann. Splittern wir dann die, die Eisenbarren. Das wird cool. Jetzt stellen wir 240. Bei mir ist auch alles gut. Jetzt stellen wir 240 Barren her. So, jetzt müssten wir langsam mal gucken. Wie viel Kohle brauchen wir denn da? Wir brauchen genau auch 240 Kohle pro Sekunde. Deswegen müssen wir hier schon mal mit MK3-Bändern arbeiten. Und wir müssen gucken, dass wir jetzt beim Kohleminer auf MK2 gehen. Und ich hoffe, ich kann das von hier oben aus machen. Ich meine nicht, dass ich nochmal runter muss oder so. Ich kann das von hier oben aus. Nein. Okay, schade. Dann machen wir das anders. Dann muss ich kurz runtergehen. Oh, lol. Ja, ich bin richtig dumm. Mann. Es ist schon MK2, meiner. Der macht schon 240 pro Sekunde. Mann. Okay, egal. Und erst drauf gehen, wenn ihr das auch wirklich gebaut habt. Nicht so wie ich. Gehen wir schon auf die, auf den Plan, auf die Skizze von dem Ding gehe ich schon drauf. Das ist natürlich fatal, da fahrt ihr runter. Die Gießerei, richtig, so hieß das Ding. Solider Stahlbarren, genau. 40. 40. Und wir stellen jetzt 240 her. Das geht doch genau auf. Das geht doch genau auf. Immer 6 sind 24. Also können wir 6 Dinger davon hinstellen. So viel Mats habe ich gar nicht. Okay, gut. Erstmal. Vorsicht, erstmal. Müssen wir hier vorne dafür sorgen, dass wir die Kohle splittern. So, Förderband MK1. So, sehr schön. Ey, wir werden so viel Energie verbrennen mit dieser Anlage. Jetzt brauchen wir, genau, wir brauchen diese verstärkten, diese Rahmen, nicht auch modulare Rahmen. Haben wir nicht genug Mats, was ich hier alles für Scheiße im Inventar habe, ne? Haben wir, wir stellen noch gar keine modularen Rahmen her, ne? Muss ich wieder per Hand herstellen, okay, alles klar. Mir fehlen Rotoren. Alter, ist das. Es ist aber auch dieses Spiel. Es ist so ressourcenlastig. Komm schon, Rotoren. 6, lol. Müssten wir ja theoretisch. Müssten wir ja jetzt. 60 pro Minute. Lol, warte mal. 60 mal 6. 6 mal 6. Sind 360. Kriegen wir nicht auf das. Also kriegen wir nicht auf das Band. Das sind 360. Kriegen wir nicht auf das Band. Dafür bräuchten wir ein neues Band. Können wir das schon freischalten eigentlich? Ich lasse die erstmal produzieren, bis die voll sind. Und ich gehe mal gucken, ob ich das schon freischalten kann. Irgendwo, irgendwie. Weil theoretisch habe ich schon die Ressourcen und kann auch schon das herstellen, wofür wir, also was wir brauchen, um das nächste höhere Band herzustellen. Und diese Fabrik hat auch Potenzial dazu, dass wir diese Stahlbetonträger, die wir ja für MK4-Bänder brauchen, dass wir die auch gleich da herstellen können, weil da so viel abfällt. Das ist insane.
So. H3, nee, da müssen wir die Weltraumlift-Phase 2 abschließen. Na gut, dann bauen wir es erstmal so, dass wir das nachher ersetzen können. Das muss ich mir aber auch irgendwo merken, irgendwo aufschreiben. So. Müssen wir Fabrikatoren hinstellen? Nee, nicht Fabrikatoren, sondern Konstruktoren. Die dann aus dem Zeug was machen. Hier brauchen wir 60 Stahlbarren pro Minute. Das lässt sich ja schon mal gut teilen. So 30 nehmen wir jetzt erstmal her. Wenn wir jetzt noch einen Konstruktor hinstellen, braten wir ja schon mal die Hälfte unserer Stahlbarren und stellen in 45 Stahlträger her. So, hier brauchen wir 30 Stahlbarren pro Minute. Also die Hälfte. Und stellen dann her 20 Rohre. Also könnte ich 4 von den Rohrmaschinen hinstellen. Dann produziere ich 18 Rohre. Die kann ich einlagern. Und dann könnte ich noch einen mit Stahlträgern machen. Ne? 6 mal 4 sind 20. Dann nehmen wir noch 2 hin. Nee, 4. So, das ist jetzt die nächsten 6 sind das jetzt. Das sind 30. Und jetzt sind wir bei 36. Schön. Okay. Rohr. 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 Okay. Genau, dann liegt die Prio bei uns auf Stahlträgern. Und erst wenn die vollgelaufen sind, dann läuft das hinten weiter. Okay, verstehe. Aber da ich Bauleiter bin heute, brauche ich eigentlich keinen Helm. Der nervt auch nach 2 Stunden Stream, muss ich ganz ehrlich gestehen. Weil der auch immer runterfällt und so. Ich muss sagen, für mich ist das beste Game seit vielen Jahren. Also schon. Weil das so aufbautechnisch schon mega geil ist, finde ich. Also wer so auf Aufbau-Games steht. Genau. Nee, doch, die 4 Anlagen, die bauen jetzt, die stellen jetzt Stahlbarren her. Nee, Stahlbarren nicht, sondern ihr wisst, was ich meine. Mann, Stahlträger. Lol, schon durch. Jetzt weiß ich nur nicht mehr, welches Band für was war. Okay, jetzt gehen wir zurück zum Lager und verbessern hier alles erstmal auf MK2. Ich glaube nämlich, dass ich dass das alles MK1 ist. Sieht auch nach einer guten Frequenz aus, also das sollte passen. Vielleicht können wir da drüben nochmal. Ja, wir bauen die Fabrik jetzt ein bisschen hübscher. Also wir bauen da noch ein schönes Dach drauf. Dach 4 Meter. Wenn wir jetzt noch einen Punkt finden, wo wir das anknüpfen können. Schön. Ja, wunderschön. Naja. Wunderschön ist was anderes, aber es gefällt mir. Ist ein schöner grauer Kasten, oder? Ich find's cool. So, sehr gut. Jetzt könnten wir jetzt mal gucken, dass wir Richtung Tubes bauen. Dass wir da auch mal Anhang finden. Und zum Beispiel zu der Fabrik hier einfach eine Tube
Strecke hinbauen. Erstmal müssen wir Tubes freischalten. Und dann müssen wir jetzt mal gucken, was wir dafür brauchen. Hypertubes, guck mal. Ist ja easy. 25 Träger. Ja, brauchen wir nur Träger für. Und wir brauchen Rohre, 300 Stück. Zum Beispiel könnten wir hier gleich mal starten mit der mit dem Tube-Bahnhof zum Dings. Zur. Na, ihr wisst schon, was ich meine. Wisst ihr nicht. Kohlequelle. Nichts. Kohle. Kohle hin. Kommt hier so ein Schild dran, Kohle. Oder da. Mal sehen. Rotoren brauche ich für den Bums? Alter, das wird schon wieder, ist schon wieder übertrieben. Ach, mir fehlen gar keine Rotoren, mir fehlt was anderes. Ich bin dumm, ich bin auch so dumm. Warte mal, kann ich auch gleich den Eingang noch mal kurz ausbauen? War nämlich eine Idee. Eine kleine Idee habe ich. Ich habe leider keine. So ein halbes Dach, ne? Das fehlt mir. Ein halbes Dach fehlt mir. Hallo? Snipping Point? Das geht auch. Ist ja nur, dass ich sehe, dass hier ein Hypertube-Eingang, also dass hier ein Eingang ist für den Bahnhof. Vielleicht noch so eine kleinere Wand. Ist egal. Sieht doch so okay aus. Das so machen und dann sehe ich vom Weiten schon, dass da ein Eingang ist. Geil. Bau einfach mal für jeden Eingang so ein Teil hier hin. Ich glaube, damit habe ich am wenigsten Probleme. Und ich habe ja die Ressourcen. Scheiß drauf. Das wollte ich doch. Ich baue jetzt einfach mal eine Wand hin, damit ich hier nicht runterfalle. Es saugt an. Ich guck mal ganz kurz. Alter, Kapazität ist am Limit. Sicherung durchgebrannt. Damit verbrauchen wir natürlich extrem Strom. Achso, Quatsch. Wie brauchen wir das nicht zu machen? Sondern da drüben müssen wir es machen.
läuft. Ich glaube, das ist okay. Brauch halt mehr Strom. Das muss beim nächsten auf jeden Fall Prio Nummer 1 sein, dass wir mehr Strom produzieren. Okay, kleiner Test. Nein! Aus! Mal jetzt hier runter. Brauchen wir das auch nicht mehr? Und dann kann man sich überschießen lassen. Easy peasy. Sehr gut. Also, erste Station für meinen Hypertube Bahnhof fertig. Und ich komme schnell von der Stahlproduktion zu meiner Base, zu meinem Hub. Okay. Die Dinger müssen wir beim nächsten Mal wieder abbauen. Dafür müssen wir mehr Kohlestrom produzieren. Ja, okay. Also beim nächsten Mal auf jeden Fall auf der To-Do-Liste Strom. So, das war's auch schon wieder mit dieser Folge Satisfactory. Wir haben die Stahlproduktion revolutioniert auf unserer Anlage. Also das neue Rezept umgesetzt. Jetzt stellen wir echt viele Stahlträger und Rohre her. Das ist jetzt erstmal kein Problem mehr. Das Lager läuft voll. Und beim nächsten Mal müssen wir uns um den erhöhten Stromverbrauch kümmern. Denn so eine Hypertube, so ein Hypertube-Bahnhof, so eine Hypertube-Strecke frisst mehr Strom als erwartet. Tatsächlich. Naja. Ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende. Je nachdem, wenn ihr das Video schaut, macht's gut und bis dann. Ciao.